So, liebe Leute, wir sind bei der Kinix-Serie, bei der IK angekommen. Torpedo-Format, 15,24 cm Länge, 54er Ringmaß, 10,90 Euro. Sieht ganz ordentlich aus, cooles Format. Kaltgeruch war leicht süßlich, aber gleichzeitig auch so ein bisschen Würze, also Pfeffrigkeit. Kaltzug, auch wieder was leicht Süßes, Florales, Honigartiges, aber gleichzeitig auch ein bisschen Zedernholz. Ich mache sie gleich an und sage euch dann Bescheid, wie ich sie am Anfang empfinde. Also sie startet sehr bitter, sehr sauer, grasig, frische Erde. Gleichzeitig aber eben auch cremig. Und es hat noch irgendeinen Geschmack, den ich noch nicht zu erfassen vermag. Es erinnert mich irgendwie Richtung Orangenpulver, Brausepulver. Irgendwas tut sich da noch ziemlich schnell auf. Vielleicht komme ich später drauf. Aber ja, ist sehr bitter, säuerlich, grasig, floral, fast schon erdig. Also ich denke, dass dieses Brausepulver, das Orangige, nicht ganz der richtige Ausdruck war. Aber die Zigarre hat wirklich was Frisches. Kennt ihr diese alten West-Ice-Zigaretten? Es hat wirklich so was ja, Pfefferminzartiges, ganz Frisches, wenn man so das, wenn man danach noch so ein- und ausatmet, so die ganze Zunge und so, es wirkt ganz, ganz frisch. Ja, minzig, Minze, sowas in die Richtung. Ansonsten dieses stark bittere, säurehaltige Aroma, das ist relativ neutral alles geworden. Einigermaßen cremig. Bisschen Zedernholz, so ein Hauch von Kaffeeröstaroma. Ja, also du hast jetzt wirklich gewisse Gewürze, ganz, ganz großes Potpourri an Gewürzen. Die Erde kommt recht früh durch. Abbrand ist in Ordnung, wie ihr sehen könnt. Gutes Rauchvolumen. Droht nicht auszugehen oder irgendwie sowas. Das war ja bei den Kinix immer gut. Bis jetzt, dass die Zigarre immer runterrauchbar war, ohne dass sie ständig zickt oder sowas in der Form. Hat so einen gewissen Charakter und Charme. Klar, die erste Minute war irgendwie so, oh, was ist jetzt los? So dieses Säure und dieses Bittere. Aber das war relativ schnell neutralisiert. Ich hatte jetzt auch so einen Hauch Nuss, Schokolade, so ein bisschen Nutella, aber wirklich ganz, ganz fein und dezent. Aber jetzt herrscht mehr so das Leder, Zedernholz und eben diese Erde vor. So, jetzt nach 50, 55 Minuten wird sie sehr grasig, sehr erdig. Kurz davor war sie schon erdig, klar, aber war noch so ein bisschen umschmeichelt mit was Süßem. Und eben diese Gewürze, leicht pfeffrig, leicht Cayennepfeffer, fast schon asiatische Gewürze. Und jetzt aber sehr, sehr grasig und erdig. So, jetzt sind wir genau bei einer Stunde unterwegs. Jetzt war sie ein bisschen zickig vom Abbrand her, mehrfach korrigieren müssen. Die Erde ist wirklich das Dominante bei der Zigarre jetzt. Also Fans von Patagas Serie D Nummer 4 Zigarren sollten hier vielleicht zuschlagen. Ist schon extrem erdig jetzt zum Schluss. Ja, eine interessante Zigarre, von Anfang an so einen gewissen Charakter. Dieses würzig, gleich cremige und eben auch dieses frische, minzige hat man relativ selten bei Zigarren. Dass wenn man so durchatmet, dass man wirklich auf der Zunge dieses Frische spürt. Deswegen, cooles Ding, sieht gut aus, 4 von 5. Dankeschön fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal.